Wir sind zurück beim Tennis Manager 2024. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht's weiter in der Weltmeisterschaft mit unseren tapferen Streitern, wo wir gegen die Niederlande spielen. Und die Niederländer sind zum Teil echt gut, wie dieser Mies Sot Gehring oder auch dieser Thies Dogard. Also gute Spieler dabei, die auch gute Spielpläne beherrschen und so weiter, die zum Teil in großartiger Form sind. Teilweise haben sie aber auch Probleme mit der körperlichen Verfassung, teilweise haben sie Probleme mit der Form, teilweise mit beidem. Also das wird hier wirklich mit Details entschieden, ob wir uns gegen die Niederländer durchsetzen können oder nicht. Wir sind im Großen und Ganzen ein klein wenig besser aufgestellt, was Form und Fitness anbelangt, sind aber schlechter aufgestellt, was das Können anbelangt. Ich glaube, wir werden Vincent Jakob Reis heute mal ins Match schicken. Der kann vielseitig spielen, ist in Topform. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Und der ist natürlich auch noch bei uns in Beobachtung, ob wir ihn übernehmen wollen oder nicht. Ich habe euch unter der letzten Folge gefragt, wen wir übernehmen wollen. Palome, Rickenberger oder Jakob Reis. Das wird sich bei der nächsten Folge erst entscheiden. Ihr könnt also noch heute unter dieser Folge schreiben, für wen ihr seid. Und dann sammle ich die Kommentare und schaue mir an, wer da die meisten Stimmen hat. Vielleicht wollt ihr sogar zwei haben. Vielleicht ja Rickenberger, Palome, die hier im Doppel ganz, ganz toll zusammengespielt haben. Und die ich jetzt eigentlich auch im Einzel schonen wollen würde, damit sie dann im Doppel wieder interagieren können. Rickenberger sowieso jetzt nicht mehr ganz so fit, der muss ein bisschen geschont werden. Palome auch schon ein klein wenig angeschlagen. McBonnet hat mir leider nicht so gut gefallen. Vincent Jakob Reis könnten wir reinschicken. Ich glaube, das machen wir auch. Dich schicken wir rein. Und Jan Rimka ist, glaube ich, für uns an zweiter Stelle dabei. Also Vincent Jakob Reis und Jan Rimka, damit wir Nils McBonnet nicht nochmal schicken müssen, weil der auch schon ein bisschen angeschlagen ist. Und die Moral und die Form nicht so super sind. Und Tom Rickenberger und Palome werden geschont, damit die im Doppel wieder interagieren können. Das ist unser Plan. Gucken wir uns den Spielplan einmal kurz an. Und gucken mal kurz in die Gruppe B. Da haben wir gegen Mexiko schon ja, gut Punkte wettgemacht. Sehr, sehr schön. Niederlande auf Platz 1. Könnte natürlich sein, also wenn wir jetzt gegen die Niederlande verlieren sollten und dann gegen Argentinien gewinnen, könnten wir trotzdem noch weiterkommen. Das ist gar nicht mal so schlimm. Aber ein Sieg gegen die Niederlande wäre natürlich grenzgenial. Wir gehen mal weiter. Und gehen jetzt ins Einzel von wen? Vincent Jakob Reis. Ich würde sagen, wir spielen das. Warum? Es gibt drei Spieler, um die wir uns kümmern wollen, die eventuell in die Dürener Tennisakademie kommen. Das ist Tom Rickenberger, den haben wir bereits in einem Spiel gesehen. Das ist Palome, den haben wir jetzt nur im Doppel gesehen, aber da haben wir, glaube ich, auch genügend Erkenntnisse sammeln können. Vincent Jakob Reis haben wir noch nicht gesehen. Und damit wir in der nächsten Folge dann, wenn wir den Vertrag unterbreiten wollen, uns auch gut entscheiden können und ihr dann in den Kommentaren auch eine gute Meinung abgeben könnt, macht es, glaube ich, Sinn, dass wir sein Spiel nochmal uns anschauen und das Spiel von Jan Rimka wird dann simuliert. Das ist der Plan. So, so gehen wir rein. Und dann gucken wir uns mal ganz kurz unseren Gegner an. Das ist ein 18-Jähriger. Aufschlag, Topspin, Spielpläne so lala, schlechte Form. Ja, das ist machbar. Ich glaube, das ist machbar. Schlechte Gelassenheit, schlechter Kampfgeist. Ich glaube, das kriegen wir hin mit Vincent Jakob Reis, der 15 Jahre alt ist. Ehrgeizig, hitzköpfig, das ist das, was mir weniger bei ihm gefällt. Wettkämpfer ist bei ihm wieder gut.
ehrgeizig natürlich blöd, weil er sich hohe Ziele setzt und unzufrieden ist, die Moral sinkt und so weiter. Ihr kennt es ja. Ja, vielseitiges Spiel. Sieht eigentlich ganz gut aus. Okay. Wir gehen mit ihm ins Match rein. Vielseitiges Spiel wird auch gespielt. Beim Aufschlag gehen wir ein bisschen hoch und bei den Schlüsselpunkten gehen wir ein bisschen hoch. Wie ist denn dein Fokuswert eigentlich? 9. Ja, ist okay. Und dann starten wir ins Match gegen Manvidas Daltsjonas. Der Holländer muss heute geschlagen werden. Wir starten das Match, meine Lieben. Auf geht's! Deutschland gegen Niederlande in der Gruppenphase weiterhin. Und dann haben wir es noch gegen die Argentinier zu machen. Bei den Argentiniern sollten wir eine bessere Chance haben als gegen die Niederländer, aber wir können jetzt natürlich schon den Deckel drauf machen und uns quasi den Einzug in die K.O.-Runden sichern, wenn wir jetzt gut spielen und gegen die Niederländer die Punkte holen. Dann können wir auch gegen die Argentinier ein bisschen langsamer machen, da können wir dann auch unsere Topspieler schonen, könnte so ein Jan Rimka und McBonnet besonders viel spielen. Und die Top-Spieler, also Vincent Jakob Reis, Palome und Tom Rickenberger, die könnten dann sich ein bisschen ausruhen gegen die Argentinier. Wenn wir jetzt verlieren gegen die Niederländer, müssen wir natürlich alles geben, um dann weiterzukommen. Aus diesem Grund, es wäre schon gut, wenn wir hier gegen die Niederländer zeigen könnten, was wir drauf haben. Hier spielt Vincent Jakob Reis gegen Manvidas Daltsjonas. Unser Gegner ist gar nicht mal so schwach, aber auch gar nicht mal so stark. Ich denke, das ist machbar. Insbesondere, weil unser Gegner eine schlechte Form hat. Ausdauer, ganz kleines bisschen angeknackst. Das ist jetzt aber nicht spielentscheidend. Aber die Form, die könnte spielentscheidend sein. Er ist besorgt. Ansonsten passt es mental. Aber auch unser Vincent Jakob Reis ist besorgt. Ansonsten passt es mental. Mental aber sonst auf einer höheren Stufe als unser Kontrahent, sodass wir am Ende nicht die Gesamtbewertung besorgt haben, sondern die Gesamtbewertung selbstbewusst. Unterm Strich trotzdem eine schwierige Angelegenheit. Wir sagen mal, dass wir am Ende des Satzes mit ihm sprechen wollen. Alles klar, 40-30. Es war auch der Aufschlag von den Niederländern. Sie servieren hier. Von daher wäre es kein Thema, wenn wir das hier nicht durchbrechen. Das ist ja natürlich ein Top-Start, der uns verwehrt bleibt. Hätten wir natürlich die Besorgnis unseres Kontrahenten höher bringen können. Unsere Besorgnis ein bisschen abbauen können. Können ihn aber gerne nochmal motivieren. Motivation geht hoch. Bleibt aber bei besorgt. 15-15, den habe ich auch schon immer ausgesehen, Vincent Jakob Reis. Wir sehen, Vincent Jakob Reis ist, und das sehen wir jetzt schon nach den ersten paar Spielen, ist ein deutlich ruhigerer Spieler als ein Tom Rickenberger. Mit weniger mächtigen Aufschlägen, aber er ist ja auch kein kraftvoller Spieler, sondern ein vielseitiger Spieler. Der unterm Strich, glaube ich, seltener Fehler macht. Ah, wobei, jetzt hat er einen Fehler gemacht. Ich glaube, das wird sich auch noch zeigen, wenn die Ausdauer ein bisschen runtergeht. Aber gefällt mir jetzt auf den ersten Blick auch ganz gut. Jetzt dürfen wir natürlich nicht gebreakt werden. Das wäre unangenehm. Aber ich muss schon sagen, dieses kraftvolle Grundlinienspiel, was dieser Tom Rickenberger zum Beispiel spielt, das mag ich echt gerne. Sehr gut gemacht von Vincent Jakob Reis. Schön an ihm passiert.
Und auch hier sehr gut ausgeguckt. Vincent, Jakob Reis mit tollen Möglichkeiten. Und ich finde es so schön, dass das für uns jetzt nicht nur die Weltmeisterschaft ist, die ja auch was Besonderes ist, weil wir Kapitän der Jugendnationalmannschaft sind. Ein Stand jetzt. Schönes Ass. Sondern, dass es für uns auch ein gutes Scouting ist für unsere eigene Tennisakademie. Also es hat hier schon Vorteile, der Kapitän zu sein. Ein Stand leider wieder. Weil wir dann hier nämlich wirklich in der Lage sind, uns die Spiele anzuschauen. Wir sehen die Werte von den Spielern, das wäre sonst auch nicht der Fall. Das Potenzial, wir können sie spielen sehen. Das ist schon cool, das ist schon cool. Und unsere Ella, die kann sich ein bisschen ausruhen zu Hause. Die wird auch noch spannende Spiele vor sich haben. Sehr gut, das Spiel haben wir an uns gezogen. Das Spiel holt er für sich. Unser Gegner. 2-2, das wird nicht einfach. Aber wir sehen ganz klar, dass die Vorteile hier sehr stark überwiegen. 40-0 für Vincent, Jakob, Reis. Sehr schön, 3-2. Aber ja, wenn der Dice Jonas hier Aufschlag hat, kommen wir auch nicht durch. Also es ist hier sehr ausgeglichen, muss man schon sagen. Das ist schon sehr, sehr ausgeglichen. Es könnte hier ins Tiebreak reingehen. Wo es dann natürlich auch immer so ein bisschen auf das Quäntchen Glück ankommt. Was für uns halt vorteilsmäßig ausgelegt werden kann, ist die Ausdauer, die bei unserem Kontrahenten deutlich schlechter ist. Ein Stand, und das passiert uns tatsächlich häufiger, als wenn der Gegner Aufschlag hat, dass er sich hier bis zu 40 Punkte noch holen kann. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Aus. Ein Stand nochmal. Vincent, wir wollen weiterkommen in dem Turnier. Vor allem natürlich auch, weil der potenzielle Dürener Tennisakademie-Spieler dann nochmal ein schönes Turnier bestreiten könnte. 40-15. Unser Kontrahent serviert und holt sich das Spiel. 15-0, 15-15, 30-15, 40-15. Sehr gut. Wir sind unbeeindruckt, während er besorgt ist. Jetzt sagen wir mal, das schaffst du. Hat nichts gebracht. Wir sind aber noch enthusiastisch, selbstbewusst, beschwichtigt. Motivationstechnisch besorgt. Unser Gegner nicht nur besorgt, sondern mittlerweile auch von der Entspannung her beunruhigt. Das kann uns nur in die Karten spielen. Insbesondere, weil seine Ausdauer auch weiter nach unten geht als bei uns tatsächlich. 30-15, jetzt hier Fehler. Wenn wir jetzt einen Break hinbekommen würden, wäre das natürlich sehr sinnvoll. Deswegen gehen wir auch mit der Intensität jetzt ganz schön hoch, denn wir haben jetzt nicht nur einen Breakball, sondern auch einen Satzball. Und zwar zweimal hintereinander die Möglichkeit. Sehr gut, da sind wir noch rangekommen, das war spannend. Und da holen wir uns den Break. Der Satzball wurde vollendet. Der erste Satz geht an Vincent Jakob Reis. Wir haben Probleme, wenn der Gegner angreift. Wir müssen die Kontrolle über das Match zurückgewinnen. Alles klar. Vielseitiges Spiel. Man könnte natürlich überlegen, beim Ballwechsel, wenn wir uns verteidigen, können wir sagen, Zeit gewinnen und neu positionieren, damit wir die Kontrolle zurückgewinnen. Finde ich gar nicht schlecht. Wollen wir das so machen? Ich glaube ja. Das ist eine ganz kleine Anpassung,
aber passt wieder auf das, was unsere Kollegin hier gesagt hat. Beim Doppel hat das auch gepasst. Ich glaube, früher haben wir zu stark versucht einzugreifen in die Taktiken, aber dann können die Spieler das nicht mehr so gut umsetzen, weil sie darauf nicht trainiert sind. Wenn wir jetzt so ganz kleine Justierungen machen, kann das, glaube ich, einen größeren Hebel freisetzen. Wir gehen mal ins Gespräch mit Vincent Jakob Reis. Benehmen wir dir die Kontrolle über den Ballwechsel. Das ist eigentlich das, was uns auch gesagt wurde. Er ist überheblich, entschlossen, beschwichtigt, enthusiastisch. Also, Motivation hat sich gesteigert, aber leider auch das Selbstbewusstsein in dieser Form, dass er jetzt überheblich ist. Das ist natürlich problematisch. Vielleicht auch sei vorsichtig. Du hast das Match noch nicht gewonnen. Bleib dran, sonst gibst du den Sieg noch her. Das ist, glaube ich, besser bezüglich des Selbstbewusstseins. Das erste zahlt so ein bisschen auf das Kontrollegewinn ein, aber das haben wir auch über die Taktik gerade schon fein justiert. Ich würde fast sagen, komm, sei vorsichtig. Ah. Zahlt auf die Motivation ein. Aber auch nicht schlecht, der Rest passt ja. Selbstbewusstsein überheblich ist, denke ich mal, ist auch besser als bedröppelt, deprimiert, niedergeschlagen, selbstverständlich. Aber wir müssen so ein ganz kleines bisschen aufpassen, dass uns das nicht auf die Füße fällt. Wir gehen mal ins Match rein. Ah ja, und die Intensität fahren wir mal wieder runter. Vielleicht wieder so oder beim Aufschlag ein bisschen mehr Kraft reinstecken. Haben wir unsere Standardeinstellung. Sehr viel Intensität beim Aufschlag. Bisschen weniger bei Schlüsselpunkten. Ein ganz kleines bisschen weniger bei generellen Rückschlägen. Dann können wir das Ding hier vielleicht zu Ende führen. Vor allem, weil unser Gegner unruhig, besorgt und insgesamt schlechter von der Ausdauer ausgestattet ist. Da wollte er es sehr schön machen. Die Überheblichkeit darf uns hier natürlich nicht zu Kopf steigen. Aber das erste Spiel geht an uns. Hier sind wir gar nicht mal so schlecht beim Verteidigen. Boah, wir sind sehr gut drauf. Überheblich, sehr motiviert, beschwichtigt, enthusiastisch. Das ist natürlich genial. Und die Ausdauer passt auch. Der Gegner unruhig, besorgt, beunruhigt. Also, das ist schon ein dicker Brocken für die Niederländer gerade. Vincent Jakob Reis gefällt mir auch. Wir dürfen nicht vergessen, der Junge ist gerade mal 15 Jahre alt. Das dürfen wir nicht vergessen, das ist noch sehr jung. Und momentan sind bei den jungen Leuten wahrscheinlich wieder Stirnbänder in. Haut, Advantage. Ja, schöner Ballwechsel. Vincent Jakob Reis macht das dafür, dass er überheblich ist. Überraschend, besonnen und sicher. Das war jetzt kein Überheblichkeitsfehler, sondern das passiert halt, dass man dann nicht rüberkommt. Da wollte er es auch nicht besonders hübsch machen, sondern es war ein taktischer Volley. Also grundsätzlich alles schön, was wir hier sehen. Und wir riechen zumindest am Breakball. Selbst wenn uns das nicht gelingt, ist es natürlich cool, dass uns das fast gelungen ist. Und da holen wir uns auch den Einstand wieder zurück. Also es ist nicht schlecht, was wir hier sehen von Vincent Jakob Reis. Vorteil jetzt aber wieder von Dannen. Da ist Jonas, bekommt ihn, gibt ihn mal wieder her mit dem Doppelfehler. Ja, der ist nicht gut drauf, der Junge. Während wir extrem gut drauf sind. Vorteil für Vincent. Und da liegt uns der Breakball auf dem Schläger. Und wir holen ihn uns. 2-0 im zweiten Satz. Das kennen wir irgendwoher. 3-0 im zweiten Satz. Der nächste Breakball liegt auf dem Schläger. Vincent, du machst das ganz, ganz großartig. Wir sind alle sehr, sehr stolz auf dich. Grenzgenial, was wir hier sehen.
Ja, kleinere Fehler, aber ich würde sagen, nicht die Fehlerdichte, die wir bei beispielsweise einem Tom Rickenberger gesehen haben. Auch beim Einzel nicht, als er noch eine ähnliche Ausdauer hatte. Also, nicht schlecht, Vincent. Juice. Ist gut drauf, hier jetzt unruhig, besorgt, beunruhigt, verärgert, gegenüberheblich, sehr motiviert, beschwichtigt und enthusiastisch. Also es ist schon ein ganz großes Kino, was wir hier sehen. Schön. Wie schön. Vincent jetzt leider ins Ausgeschossen. Hat sein Breakball demnach fast vergeben, holt sich aber jetzt den Vorteil, hat jetzt nochmal die Möglichkeit, den Breakball durchzusetzen, macht es auch, 4:0 im zweiten Satz, das ist der absolute Wahnsinn. Wir spielen hier gegen einen Niederländer, der echt stark ist, allerdings hat er Formschwierigkeiten und jetzt auch sehr große mentale Schwierigkeiten. Also, man darf diesen Sieg jetzt auch nicht überbewerten, auch natürlich bei der Bewertung von Vincent nicht. Aber man darf sicherlich anerkennen, dass hier ein 15-Jähriger sich gegen einen 18-jährigen Topspieler der Niederländer gut durchsetzen kann. Also jetzt kein Top-Top-Spieler, aber für diese Jugend Weltmeisterschaft, ein Topspieler. Wow, schönes Ass. 5:0 im zweiten Satz. Das will sich, Mann, wie das Dice Jonas natürlich nicht entgehen lassen und hier zumindest noch ein kosmetisches Spiel holen. Das holt er sich auch. Aber Vincent Jakob Reis wird jetzt hier wahrscheinlich den zweiten Satz holen und hat das Match gewonnen mit 6:4 und 6:1 in zwei Sätzen. Das ist Dominanz, wie wir es lange nicht mehr gesehen haben. Bis auf natürlich in der letzten Folge, wo unser Doppelteam aus Tom Rickenberger und Palome auch großartige Leistungen vonstatten gebracht haben. Die Mengen auf den Tribünen, sie jubeln, sie rasten aus, sie sind glücklich, dass Deutschland hier so gut performt hat. Ich bin auch glücklich, dass wir so gut performt haben. Ganz, ganz toll. Und? Achso, hier wurde das noch nicht aktualisiert mit dem, mit der körperlichen Verfassung. Ich hätte jetzt gern gesehen, wie weit er runter ist. 83%, das ist nicht wenig. Also das ist gut. Gut gemacht, Vincent. Schön. Jetzt spielen wir natürlich als nächstes mit Jan Rimka. Da haben wir gesagt, das simulieren wir. Gucken wir mal hier in die Gruppe B. Wo wir hier jetzt tatsächlich besser stehen als die Niederlande. Den haben wir gar nicht schlecht gemacht. Guckt mal. Sind wir jetzt wirklich mit einem kleinen Abstand auf Platz 1. Wir spielen mit Jan Rimka gegen Charlie Valentin, der eine schlechte Gelassenheit hat, nicht gut Slice in Topspin kann, Fußarbeit, Balance. Beim kraftvollen Spiel können wir ihm sicherlich gut zusetzen. Er spielt auch kraftvoll, aber kann es schlechter und ist in schlechterer Form. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir das hinbekommen. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Jan Rimka ist in Topform, Top-Laune. Auch wieder Stirnband, das scheint wirklich wieder in zu sein. Lernen wir mal wieder was über die Jugend. Auch nicht verkehrt. Entschlossen im Wettkämpfer natürlich auch eine tolle Komposition bei Jan. Und auch wenn sein Potenzial nicht so hoch ist wie bei den anderen, auch ein toller Spieler. Also da kann man jetzt nicht sagen, dass wir den vernachlässigen sollten. Der wird in der Lage sein, Deutschland hier gut zu vertreten. Ich bin guter Dinge. Machen es wieder so. Und dann simulieren wir. Und das geht an!
Deutschland, Jan Remka gewinnt mit 7:5 und 6:2. Stark gemacht, ganz, ganz toll. Ich bin stolz auf dich. Ich wollte gerade sagen, mein Junge, das passt nicht ganz, aber ich bin stolz auf dich, mein Junge. Ganz, ganz toll. Und schaut mal, wir sind jetzt hier auch wieder ein bisschen stabiler, was die Ausdauer angeht. Zumindest bei Palomo und Nils McBonald. Tom Rickenberger leider immer noch nur bei 65%. Was ist denn da los, mein Freund? Ausdauer nur 7, natürliche Fitness aber bei 9. Das entscheidet ja auch so ein bisschen darüber, wie er das zurückgewinnt. Ah, das ist jetzt natürlich schwierig, wen wir ins Doppel schicken wollen. Es würde sich anbieten, wieder Palomo und Rickenberger, aber Rickenberger echt kaputt. Wir können ja mal kurz überlegen, wer von der Niederlande ins Doppel geschickt wird. Mees Sot-Gering 4 bis 10. 7 bis 13. Er wird wahrscheinlich geschickt. Hat er auch eine schlechte körperliche Verfassung. Können wir also ausgleichen. Okay. Da wissen wir es nicht. Wäre aber auch nur bei 70% und schlechter Form. Hier. Der wahrscheinlich nicht. Also die Spieler, die wahrscheinlich ins Doppel kommen, sind gar nicht mal so in so einer guten körperlichen Verfassung. Und Tom Rickenberger könnte dann in den Gruppenspielen gegen die Argentinier besonders geschont werden. Das könnten wir schon machen. Oder wer könnte noch mit Palomo spielen? Das können wir auch nochmal schauen. Palomo hat eine 10. Jan eine 7. Nils eine 5. Eine 6. Na. Wäre 10 und 11 natürlich schon genial. Ich meine, wir können Tom Rickenberger komplett schonen. Komplett schonen können wir ihn. Und zwar bei den Argentiniern. Wollen wir das machen? Ich glaube, wir machen das. Wir wollen uns hier gegen die starken Niederländer durchsetzen. Und wenn wir das geschafft haben, dann können wir uns auch ein bisschen zurücklehnen. Ich glaube, das kriegen wir hin. Das werden wir aber nicht mehr heute sehen, sondern morgen. Denn morgen entscheiden wir auch, wer von uns verpflichtet wird. Oder wo wir zumindest mal ein Vertragsangebot rausschicken. Vielleicht kriegen wir das ja sogar vor dem Spiel noch hin gegen die Niederlande. Was uns eventuell dann auch noch ein bisschen Ruhm und Ehre für die Akademie einbringen könnte. Wenn unsere Spieler dafür verantwortlich sind, dass die deutsche Nationalmannschaft vorankommt und je besser wir hier abschneiden und je besser wir hier mit den Spielern spielen, könnte es natürlich auch sein, dass sie mehr Handgeld etc. fordern. Von daher wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn wir den Vertragsabschluss ein bisschen vorziehen können. Das wollen wir morgen machen. Schreibt deshalb unbedingt nochmal eure Meinung unter diese Folge. Und dann schaue ich mir die Kommentare von der letzten Folge und von dieser Folge an. Und dann schauen wir, wer verpflichtet wird. Vielleicht kriegen wir es dann ja sogar vor dem Match hin, um dann noch ein paar Synergieeffekte mitzunehmen für die Dürener Tennisakademie. Ihr könnt mit mir in Synergie treten, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und dann sehen wir uns schon ganz, ganz bald wieder. Schön, dass ihr dabei seid und bis morgen.